Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus bei eurem Hansa-Fan. Mit dem FC Schalke 04 sind wir hineingestartet beim letzten Mal, ich hab's erklärt, die Mehrheit hat entschieden und ich bedanke mich für eure Resonanz, für euer Feedback aus der ersten Folge, hat mich sehr gefreut. Auch ein großes Dank an die 42 Likes und auch ein großes Dank an die 24 Dislikes, die bislang auf dem Video sind. Ich sehe das Ganze so, ja, kritisch, ich kann einige sehr, sehr gut verstehen, dass wir sie ein bisschen unzufrieden sind, dass wir jetzt hier schon wieder mit Schalke spielen, nachdem wir ja, wie schon öfter angekündigt, in FIFA 15 zwei Saisons lang und 100 Folgen lang durchgespielt haben. Ich selbst bin persönlich, muss ich ehrlich sagen, auch nicht ganz zufrieden mit der Sache, wie das gelaufen ist, aber da muss ich ehrlich zugestehen, da ist mir ein Fehler unterlaufen und zwar habe ich halt eben nicht von Anfang an kategorisch ausgeschlossen, dass wir erneut mit Schalke spielen, also dass wir nicht erneut mit Schalke spielen, deswegen haben wir so viele vorgeschlagen, dann konnte ich die Mehrheit einfach nicht vor den Kopf stoßen, musste Schalke in die Umfrage mit aufnehmen und deswegen haben sich halt auch viele, ja, wurde das aus dem Vorschlagsvideo, im Umfragevideo dann bestätigt, dass halt viele gesagt haben, wir wollen wieder mit Hansa-Fan, wir wollen den Hansa-Fan wieder mit Schalke sehen. Ich kann euch durchaus verstehen, tut mir auch wirklich leid. Wie gesagt, ich bin damit auch nicht ganz zufrieden gewesen, aber letztendlich muss ich mich der Mehrheit beugen. Ich habe den Fehler begangen, den nehme ich auf meine Kappe. Tut mir leid für die, die jetzt nicht zufrieden sind. Deswegen aber, ja, wir gehen erstmal hinein in die Saison mit Schalke, auf jeden Fall, na klar. Wie es denn nach der Saison aussieht, werden wir sehen, ob wir neu starten, ob wir den Verein wechseln werden oder ob wir doch noch bleiben werden. Mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid trotzdem bei mir, seid nicht nur bei mir, nur wegen dem Verein, sondern ihr seid bei mir auch wegen, ja, weil ihr den Hansa-Fan mögt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen starten hier natürlich und noch ein bisschen den Karrieremodus weiter entdecken. Ihr habt mir ein paar Vorschläge gepostet in den Kommentaren. Letztes Mal könnt ihr immer wieder gerne machen. Wie gesagt, ich habe auch meinen eigenen Kopf natürlich. Ich möchte auch viel selbst für mich durchsetzen. Aber natürlich höre ich auch auf eure Vorschläge. Und da wurde auch gesagt, ich solle auf jeden Fall noch einen Backup-Spieler verpflichten. Jetzt aber möchte ich hier mal fix reinschauen, wen wir erstmal abgeben können in die Saison. Christian Clemens ist verliehen, Afdija verliehen, Wellröder verliehen, Schröter verliehen. Heuberg ist geliehen, Gazidin ist geliehen. Da wüsste ich aber nicht, wie wir den einbauen können, wenn er jetzt erstmal geliehen ist. Natürlich schade. So, Fährmann ist klar, gehen wir nicht ab. Kaisara, Matip. Ogo Geis, Goretzka. Was haben wir noch? Choupo-Moting, Meier, Di Santo, Hünteler, Rita, Hövde, Sam. Ja, Sam setzt sich auch erstmal auf die Transferliste. Er kann gehen bei guten Angeboten. Oh, cool, man kann sogar einen für 2 Jahre jetzt sogar ausleihen. Krass. Das freut mich. Das sieht man richtig gerne. Für 2 Jahre kann man auch schon einen ausleihen. Sehr schön. Es wird immer realistischer hier. So, Sam auf Transferliste. Santana eindeutig Transferliste. Platte. Auf jeden Fall erstmal 1 Jahr verleihen, würde ich sagen. Leihliste 1 Jahr. Kolasinac behelfen. Eihahn eventuell auch 1 Jahr verleihen. Würde ich aber ansonsten gerne behalten noch. Nastasic bleibt, das ist klar. Höger. Spurning. 34-jähriger Ersatztorhüter. Okay, Götscher. Wenn wir auch für... Na gut, wie alt ist der? 22. Da würde ich eher sagen, dass wir ihn auf den Transfer ist. Achso, der kam jetzt kürzlich. Ja, dann kann er erstmal 1 Jahr verliehen werden. Mikkels, auch 21. Kam auch jetzt kürzlich auch 1 Jahr verleihen. Nübel ebenfalls. Den werden wir sogar gleich 2 Jahre verleihen, den guten Keeper hier. So, Marvin Friedrich werden wir auch 1 Jahr verleihen. So, Giefer ist unser Zielkeeper. Ushida, Doom. Ja, ach, kürzlich erst zum Verein gestoßen. Na gut, dann behalten wir ihn erstmal. Boateng, eindeutig, ne? Also, Transferliste, Boateng muss weg. Nübel, und den haben wir hier alle erstmal, die wir abgeben wollen. Zur Leihe verkaufen. Ja. Das meiste erstmal leihen. So, und dann schauen wir doch mal gleich mal nach den Spielern, die mir vorgeschlagen wurden. Die suchen wir doch gleich mal hier, denn in die Transfers. Und zwar ein Backup-Stürmer wurde vorgeschlagen, Kaleri. Mal schauen, Doppel-L, was Doppel-L? Ich muss kurz drauf schauen auf den schönen Zettel hier. Kaleri Doppel-L, ja. Kaleri. Da haben wir Jonathan Kaleri. 21 Jahre jung. Werden wir von den Boca Juniors, okay. Werden wir auf jeden Fall mal beobachten. So. Gucken wir noch gleich mal nach, wen wir noch haben hier. Kostic, Volland, Brandt. Da sind auch ein paar Schauspiele. Klar, die werden wir auf jeden Fall auch auf die Liste setzen. Kostic sollte ja für Draxler als Ersatz kommen. Habe ich auch schon gelesen, soll... Was denn nun? Warum hat er mir jetzt nichts angezeigt? Kostic. Ach, da muss ich auch auswählen, logischerweise. Philipp Kostic. Werden wir hier auch mal scouten, hier. So, Volland natürlich auch einer, den man als Backup schon mal holen könnte, obwohl er für Backup vielleicht schon viel zu viel ist. Volland, da haben wir ihn. Kevin Volland.
Wird auf jeden Fall erstmal hier gescoutet. Wäre auch sehr, sehr teuer. Und natürlich Julian Brandt. Julian Brandt ist auch eine ganz, ganz interessante Personalie von Bayern für Leverkusen. Auch ein sehr, sehr gutes Talent natürlich. Julian Brandt. Da haben wir ihn gleich mal beobachtet. So, und dann, was haben wir denn noch Schönes hier? Max Christiansen wurde vorgeschlagen. Ja, auch richtig krass. Ein Ex-Rostocker, den würde ich zu gern verpflichten. Ein richtig gutes Talent mit momentan beim FC Ingolstadt. Unter Vertrag. Weiß gar nicht, ob er in der Bundesliga schon mal eingesetzt wurde jetzt die Saison. Da ist er, Max Christiansen, zentrales Mittelfeld. Den werden wir auch auf jeden Fall mal scouten. Den setzt ihr auch in meine Wunschliste, den will ich unbedingt haben. Da wäre ich richtig zufrieden, wenn wir den kriegen würden. So, was haben wir noch Schönes? Herr Tarnay. Interessante Personalie, könnte ein Holländer sein, ne? Herr Tarnay. Der ist hier gar nicht mal zu finden. Gut, danke. Achso, mit R. So, das R habe ich. Fälschlicherweise da. Oh Gott, 28 Jahre alt. Per Parime Hetemai. Kretemai. Herr Tarnay. Achso, das war ein A, okay, dann habe ich mich verlesen. Dann war es ein M. Herr Kretemai. Ist ein Finne. Interessante Personalie. Mal schauen, was er so bringt. Würde ich mal scouten natürlich. Also ich setze ja alle auf jeden Fall schon mal auf die Scouting-Liste. Spielt bei Verona. Bergwien. Mal schauen. Danke auf jeden Fall für die ganzen Vorschläge. Gleich will ich mal spielen. Steven Bergwien, 17 Jahre jung. Bei PSV Eindhoven. Ja, junger Spieler. Könnte man sich mal verpflichten. Eventuell auch für andere Vereine interessant. So, denn Valencia, Enna Valencia. Mal schauen, was das für einer ist. Enna Valencia, ich habe mich noch nie gehört. Also, wie gesagt, ich kenne mich auch nicht so mit den jungen Spielern aus. Da seid ihr mir wirklich eine gute Hilfe. Da Enna Valencia, ein Stürmer. Okay, könnte also als Backup dienen. Spiel bei West Ham United, 1,74. Eher so ein wuseliger Stürmer. Also, wie gesagt, ich beobachte erstmal alle hier, die mir vorgeschlagen wurden. Und dann haben wir noch einen Baselli. Ganz interessant, Baselli. Daniele Baselli, das ist der Einzige, den ich hier finde, erstmal. 23 Jahre jung, zentrales Mittelfeld vom FC Turin. Kürzlich aber erst für 16 Millionen bei Bergamo, okay, dann wird das ja erstmal nichts. Gut, dann haben wir erstmal die Liste abgearbeitet. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal einen kleinen Schritt voran hier. Vielleicht auch mal, Jugendstart, dass wir uns da mal ein Dings einrichten hier. Scout anheuern, gut, dann müssen wir uns jetzt mal einen Scout holen. Einen guten. Hier in Belgier, das sieht doch gut aus. Massimo Marquette. Den verpflichten wir uns gleich mal. Jugendscout. So. Was haben wir noch so Schönes? Jobangebote brauchen wir noch nicht gucken. So, Mannschaft brauchen wir auch noch nicht verändern. Training. Ich würde sagen, wir gucken uns mal das Training an. Übungen hinzufügen. Wir können 5 Übungen also machen. Training mit Übungen simulieren. So, das erinnert den Server an den Skill Games, habe ich ja gehört. So, Stürmer, Flügelspieler. Ich würde sagen, den Felix Platte machen wir mal hier mal. Geben wir mal so einen kleinen Aufschub. Und Gasolin, der ja auch geliehen ist. Felix Platte finde ich ein bisschen cooler. Allgemein schon, dass er einen Einsatz damals gegen Real Madrid, sein Lattenschuss da. Das war, seitdem ist er mir der Typ sympathisch. Felix Platte, komm. Kriegt man gleich eine Übung hier. Kopfball und Volleys. Fernschüsse. Dribbelparcours. Chancenverarbeitung. Stimmt auch, Chancenverarbeitung. Von daher erhöhen wir das mal für ihn. Dann können wir noch gleich mal, ach nee, ah, okay. Dann können wir, hallo. Ah, er ist schon drauf, ja, okay. Dann können wir gleich noch eine Übung machen. Nicht nur für Felix Platte, sondern nehmen wir mal Leroy Sané. Glaube ich, der hat's auch nötig. Tempo-Dribbling. Immer Tempo-Dribbling bei Leroy. So, Übung 3. Ich nehme da noch. Hier, Gasolin. Ich auf jeden Fall. Wie groß ist denn der Junge? Kann ich da mal was gucken? Größe? Kann ich irgendwie die Größe gucken? Ah, nee. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Das hier? Nee. Weil sonst hätte ich gesagt, Kopfbälle und so mal. Ja, Ballkontrolle 3, da sieht man es ja hier, Dribbling. Ja, da hat man Kopfballpräzision. Volleys sind gar nicht. Okay, dann macht er das hier mal Kopfball und Volleys. Und wir nutzen. Aber was habe ich geschrieben? Ich soll das ganze Vereinsspiele nutzen, ne? Wurde ja erstmal gesagt. Ja gut, ich gehe jetzt die Woche hier mal durch mit mehreren. Wieder mal Felix Platte. Nehmen wir mal noch, enge Ballführung. Ein Dribbling-Parcours kriegt der gute Felix auch noch. Und dann nehmen wir mal nochmal den guten Felix Platte. Dribbeln, Abwehr, passen, Schuss. Okay, das geht alles noch hier, das ist gut. Standards.
Das geht hier wieder. Standards. Freistoßgrundlagen. Achso, kann er Freistoß schießen noch? Freistoßvariante. Meter kann er nicht. Schuss. Ne, Schuss macht er schon einmal. Okay, passen. Dann machen wir hier mal Steilpässe. So. Und dann, ja, wenn ich jetzt die Übung beginne, dann ist es ja, dass wir das so wie Skill Games machen. Und da könnte ich ja eher eine eigene Rubrik bringen. Überlege ich mir noch für die Skill Games, also für dieses Trainieren. Will ich jetzt nicht ehrlich gesagt hier keine große Zeit verschwenden im Harry-Modus selbst, deswegen. Einen guten Abschluss hat er, Felix Platt, auf jeden Fall schon mal, sehe ich gerade. Und ein Dribbling kann er halt noch nicht. So, dann machen wir hier, ja, alles simulieren. Komm. So, Training beginnt. Ah, haben sich alle ganz gut. Du hast die verfügbaren Trainingsanlagen aufgebraucht. Nächste Woche kannst du eine Trainingsanlage erstellen. Jo. Das gefällt mir noch. Chancenverarbeitung. Gucken wir, wie hier alles gelaufen ist. C, Tempo-Dribbling hat er jetzt B, D, C, was heißt das denn alles? Sind die jetzt, ist das ihre Note von der Übung oder das ist jetzt ihr aktueller Level in der ganzen Übung? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das gemeint ist. Wäre sehr freundlich. Und dann, jo. Gehen wir einfach mal weiter hier. Und dann kommt ja schon bald das erste Spiel gegen FC Turin. Könnte interessant werden. Sucht Boateng sein Glück anderswo, ja. Das denke ich mal, wird er wohl. Mal gucken, ob wir gleich einen Scouting-Bericht auch schon kriegen. Oder Angebote. Ziel Euroleague. Okay, das kommt auch noch dazu. Also, wir gehen mal weiter in den Wochenverlauf. So. Bevor wir dann zum nächsten ersten Spiel kommen. In meinem Abschlussbericht Kevin Volland geschickt. Jawohl. Kevin Volland. 19 Millionen Euro Marktwert. Ja, glaube ich, das wäre ein bisschen zu teuer für uns. Zu fett für uns. Das würde erstmal nicht funktionieren. So, Philipp Kostic hat auch schon einen Scout-Bericht abgeschickt. Wundervoll, 9,5 Millionen wert. Position, linkes Mittelfeld. Wir können mal eine Anfrage an für Stuttgart machen, was sie so ungefähr haben wollen für ihn. So, dann Slatko Junosovic, natürlich auch interessante Variante. 11 Millionen wert. Dann auch mal eine Anfrage stellen. So, Maxim, auch ganz interessant natürlich. Zentral offensives Mittelfeld. 8,5 Millionen wert. Dann auch mal eine Anfrage stellen. So, ach, das ist England, da hat er 15 Spieler gefunden, die uns passen könnten. Enna Valencia, der ist ja gerade am Scouten. Jay Adams von Sheffield. Nehmen wir erstmal raus, was haben wir noch? Obi Olare. Ach, hier müssen wir raufgehen, ne? Da steht die Größe auch. 1,96 groß, ein großer erwachsener Stürmer, okay. Wollen wir mal scouten hier. Joe Gomez von Liverpool, linker Verteidiger, joa. Jay von Tottenham, können wir auch gerne mal scouten. Rowan Inch aus Brighton, glaube ich, okay. Den scouten wir auch gleich mal mit hier. Inch haben wir schon gehabt. Valencia, Moore. Also Innenverteidiger will ich jetzt nicht so. Nasser Chadli, das ist ein Belgier auf jeden Fall, der ist auch interessant. Für den Flügel. Coutinho, ja, den können wir uns nicht leisten. 38 Millionen, Joey Allen. Der ist vielleicht interessant, Joey Allen. Valencia, Tiote, Bojan Krikic, okay, Stoke City. Auch gerne mal. War ja, ich meine, sehr viel verbringendes Talent. Tiote, nee. Song ist auch eher nur ausgeliehen. Casola auch nicht so, okay. Geschäftsführer, da haben wir es mir nicht. Was haben wir jetzt offen? Ja. Kann ich Sie was fragen? Wer denn? Wer ist das? Achso, Serkan Götscher. Ich hoffe, Sie rotieren mal beim nächsten Mal. Ja, okay. So, was ist denn eigentlich hier mit dem Ziel Europa League? Da haben wir es doch. Ziel Europa League. Finale erreichen. Okay. Ist ein interessantes Ziel. So, und dann gehen wir mal rein ins Spiel gegen den FC Turin. Können wir mal die Aufstellung auswählen. Ihr habt ja gesagt, es wäre besser, wenn ich das Ganze, die Testspiele, ja, halt selber aufnehme, aber die im Nachkommentieren und euch nur die Zusammenfassung liefere. Ist in Ordnung. Kann ich euch so bringen. War nicht so die Resonanz so bisher da. Deswegen, ich zeige euch noch hier, wie wir aufstellen werden erstmal. Hünteler, Di Santo, natürlich. Manche da rückt natürlich Höwedes. Also das nehme ich jetzt natürlich nicht rein, dass er verletzt war am Anfang der Saison. Ich starte schon erstmal mit der fast besten Elf hier. Goretzka, Reis ist in Ordnung. Choupo-Moting, Meier. Gesagt wurde auch mal Choupo vorne und Di Santo Il-Joker. Werde ich erstmal ausprobieren. Choupo vorne, Meier rechts und Sané dann links. Werde ich auch so starten erstmal. Di Santo dann, wie gesagt, Joker. Heuberg, Höger, Neustädter, Kolasina, Schrita. Platte würde ich gerne noch mitnehmen. Für Roman Neustädter. So. Sam Ei haben wir auch gerne mitnehmen für Rita. Santana nicht. Santana ist ja draußen erstmal. Nastasic, na klar, für
Huh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wen schmeißen wir da jetzt runter? Dann nehmen wir Marco Höger erstmal raus für. Nastasic rein. So, Uchida natürlich auch noch da. Kehrer. Ein paar Junge auch mitnehmen wäre es nicht schlecht. Gasilin. Aber jetzt machen wir Platte ja mit. Mikkels Götscher wild wollte auch gerne. Aber wir haben noch ein paar Testspieler, wieder, damit damit kommen. Erstmal hier in diesem ersten Testspiel will ich schon mal eine erste Duftmarke setzen. Eine erste. Ja, sehen, wie das erste läuft. So für Gespooning ist natürlich Giefer dabei. So. Und dann, ja, Kapitän natürlich noch wählen. Das ist natürlich Benny Hövedes. Da werde ich schon das beachten. Und ja, dann sehen wir uns in der Zusammenfassung des Spiels. Und würde erstmal sagen, ja. Bis gleich, ne? Uns erwartet das Auftaktspiel in der US Champions Trophy, diesem hochklassig besetzten Vorbereitungsturnier. Und heute treffen zwei Teams aufeinander, die dieses Turnier wirklich ernst nehmen, die es wirklich wissen wollen. Das wird mit Sicherheit eine spannende Partie. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen den FC Turin. Und damit jetzt auch herzlich willkommen von meiner Seite, euer Hansa-Fan, hier zur Zusammenfassung des Spiels Schalke gegen FC Turin. Da habe ich am Anfang vergessen, die lieben Kommentatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann auszuschalten, aber die Partie ging recht gut los hier. Flanke von außen, Fährmann mit der Faust zur Stelle. Und die Turiner wollten gleich mal ein Zeichen setzen hier in der 7. Minute. Da musste Fährmann also das erste Mal eingreifen. Wunderschön, stark ausgefaustet, kam sehr gut raus. So, dann nochmal nächste Flanke, die da hier rein rasselte und wieder wurde es gefährlich. Wunderschöner Kopfball da vom Angreifer mit der Nummer 16. Habt ihr gerade nicht, den Namen gerade nicht auf dem Schirm bekommen. Fährmann war da nicht mehr dran, aber der Kopfball war durchaus gefährlich. Dann mal die Schalker. Abstoß von Fährmann, Hüntelaar verlängert, dann ist es Choupo-Moting, der spielt links drauf auf Leroy Sané, der Shootingstar der Schalker. Sané marschiert mal über die linke Außenbahn. Immer noch Sané, zieht in die Mitte rein. Dann kommt der Flachpass auf Choupo-Moting. Choupo-Moting versucht mit der Hacke. Und der geht ganz knapp am Tor vorbei. Die Turiner können da dann klären. Die nächste Möglichkeit dann hier. Lopez zieht da in den Strafraum. Vorbei an Hövedes. Lopez. Und dann kommt die Grätsche von Johannes Geis. Und da gibt es dann keine zwei Meinungen. Das muss dann den Elfmeter geben für die Turiner, für die Italiener. Maxi Lopez wurde da gefoult. Johannes Geis kommt da ein bisschen übermotiviert reingerauscht von hinten. Gibt ja auch folgerichtig die gelbe Karte. 35 Minuten waren hier bis dahin gespielt. Die Mannschaften, ja, neutralisierten sich eher auf Mittelfeldgeplänkel. Viele Pässe, die am Ende nicht in die Spitze ankamen. Dämmer hier, Turin mit dem Antritt. Und dann ist es Johannes Geis, der das Bein zwar noch zurückzieht im letzten Moment, aber letztlich doch zu spät kommt und damit der Elfmeter gerechtfertigt. Maxi Lopez, der gefaulte Spieler, tritt auch gleich mal an gegen Ralf Fährmann. Maxi Lopez, kompromisslos! Oben und die Latte geknallt. Fährmann, ja, war zwar auf dem Weg in die richtige Ecke, aber wir sehen es gleich in der Wiederholung. Kurz vor der Ball einschlägt, macht er nochmal einen kleinen Schritt nach rechts, wodurch er ja gar nicht mehr richtig reagieren konnte, dass der Ball dann doch rechts oben einschlägt, aus seiner Sicht. Hier können wir es nochmal genau sehen. Der Elfmeter war aber sonst gut geschossen. Und die Latte platziert von Lopez. Und dann, ja, Fährmann. Da, jetzt geht er in die Ecke. Und dann kommt der kurze Schritt zurück. Und dann ist er da reaktionslos. Da, ja, weiß auch nicht mehr, wie er zugreifen sollte. Freude gibt es auf jeden Fall denn schon mal für die Turiner Fans hier. Dann gibt es nochmal einen schnellen Freistoß hier von Schalke. Das ist Hüntelaar. Hüntelaar, schöner Doppelpass gespielt mit Choupo-Moting. Aber noch Hüntelaar. Das war nach dem Hackenschuss von Choupo-Moting die gefährlichste Aktion der Schalke im Spiel. Turin allerdings bis auf den Elfmeter und den Kopfball am Anfang ohne jegliche Gefahr. So, was gab es denn die Pause? Es kommt Platte, Di Santo, Heuberg, Ayhan, Kolasinac, Nastasic und den letzten habe ich jetzt gerade noch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Kam neu in die Partie, also komplett durchgewechselt. Das sind die neue Funktion im FIFA 6 Premium, wurde gleich mal genutzt hier. So, da haben wir gleich mal die neuen. Felix Platte im Sturm zusammen mit Di Santo. Das ist wieder Di Santo. Doppelpass mit Platte und Di Santo mit dem ersten gefährlichen Schuss hier. 48. Minute. Schalke kam frisch aus der Pause mit frischen Kräften und die wollten sich auch anbieten hier, die nicht in der Startelf standen heute, sondern erst zur Pause reinkamen. Im Tor unter anderem auch Fabian Giefer drin, das war der nicht vergessen habe aufzuzählen. Und immer wieder die Italiener hier über die linke Außenbahn, da kommt der Pass in die Mitte. Kolasinac ist da und dann geht schnell bei den Schalkern die Kontermöglichkeit über Choupo-Moting. Hier marschiert er immer über die rechte Seite. Choupo-Moting spielt in der zweiten Durchgang auf der rechten Seite, wird dann aber hier gestoppt von Avela. Der für dieses taktische Foul auch die gelbe Karte sah. Die Hunter-Chance damit auf jeden Fall unterbunden. Der Freischuss brachte für die Schalker nichts ein. Ey, Pricic, Tanjan Pricic sah die gelbe Karte hier für das Foul. Hier sehen wir es nochmal. Da zerrt er. Und dann kommt die Grätsche da. Da keine Chance auf den Ball. Da
stößt er ihn noch die Hacke nach oben. So, dann Gazzi auf Maxi Lopez. Schöne Versaat auf Baselli, der wunderschön reingespielt auf Aqua. Aqua schöne in die Mitte, dann ist der Ball im Tor. Aber es zählt nicht. Abseits vom Linienrichter angezeigt. Da hat Nastasic den Ball in der Mitte noch abgefälscht. Hier Aqua mit dem Ball in die Mitte. Da war es aber ganz, ganz knapp abseits. Aber Tor zählt nicht. Dann die Schalker wieder. Über Platte. Der beste Angriff des Schalker Spiels hier. Heuberg. Rechts raus auf Choupo-Moting. Der findet in der Mitte wieder Di Santo. Di Santo auf Felix Platte. Und Felix Platte in der Mitte aus 11 Metern. Unter die Latte gehauen. 82. Minute. 1-1 für die Knappen. Da kriegen sie doch noch das Tor. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es noch verdient. Die Turiner eher ungefährlich. Bis auf das Abseitstor war da kaum was nach vorne bei. Schalke hingegen hatte Ballsicherheit gewonnen. Hat aber Schwierigkeiten, sich Chancen auszuspielen. Das hier der wunderschöne Abschluss eines richtig tollen Angriffs, der auch von Felix Platte mit eingeleitet wurde. Also der junge Stürmer, der macht sich hier schon mal richtig beliebt, macht auf sich aufmerksam hier in der ersten Testpartie. Dann aber nochmal die Turiner hier kurz vor Schluss. 86. Minute. Gazzi auf Baselli, der weiter auf Aqua und Aqua mit der Flanke. Wieder der Schalker Keeper da. Diesmal ist es Kiefer mit der Faust und dann erneut eine Schalker Konterchance über Di Santo, über Choupo-Moting. Wieder raus auf Di Santo. Der könnte jetzt mal flanken. Spielt in die Mitte. Nee. War die falsche Entscheidung. Eine Konterchance da war mehr drin für Schalke. Und das war auch die letzte Aktion der Partie. Schalke und Turin trennen sich hier in der ersten Partie der Champions Trophy. 1-1. Aber gute Ansätze waren zu sehen, der Schalker. Und ja, das war am Ende die kurze, knackige Zusammenfassung. Allerdings steckt da eine ganz, ganze Menge Arbeit hinter, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Weshalb auch erst, dass die neue Folge heute erst online kam. Denn ja, wie gesagt, das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Am Wochenende war viel los, da bin ich mal so phasenweise. Das Aufnehmen ist ja nicht so schlimm, das Spiel aufzunehmen, aber das Nachkommentieren auch nicht wirklich. Das habe ich jetzt auch fix mal gemacht. Aber eben das Zusammenstellen, das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Muss ich überlegen, ob ich das öfter machen kann. Am besten ist, glaube ich, vielleicht doch, dass ich doch die Partie live kommentiere und einfach online bringe. Wenn ihr nicht sehen wollt, dann ja, müsst ihr sie überspringen. Und an dieser Stelle sage ich erstmal Tschüss. Danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Auch wenn Schalke nicht eure Wunschwahl war von vielen, wie ich es bisher mitbekommen habe. Es tut mir wirklich leid. Mein Fehler habe ich zu Beginn der Folge erklärt. Haut rein. Ciao, ciao. Euer Hansa-Fan.